Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skyplanes. Heute bin ich mal wieder komplett alleine auf dem Server, aber das macht nichts. Wahrscheinlich kommt später, entweder noch in dieser Folge oder in dem Stream, wo ich gerade bin. Weil das hier ist auch mal wieder eine Streamaufnahme. Vielleicht kommt später, wie gesagt, Jonas dazu. Also, in dieser Folge werden wir den Grundstein für eine weitere Plattform legen. Eventuell kommt auf diese Plattform dann schon die Eisengolem-Farm. Aber ich glaube, Leonards will die dann wahrscheinlich eher weiter weg haben vom Dorf, also von dem künstlichen Dorf da drüben. So. Die Brücke war wie immer 6 Blöcke lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier in die Plattform. So, ich merke gerade, ich müsste dann noch Erde farmen gehen. Aber das mache ich später. Ich würde erstmal mir die ganzen Slabs nicht machen. So. Dürfen erstmal genug Slabs sein. So, 27, Mitte war 14. Okay. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doch. Dreizehn, zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Stimmt auch. Wir ziehen so in die Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Nehmen wir die erstmal. Und jetzt habe ich mich verzählt. Na gut, dann mache ich es nach Augenmaß. Ich kann, ja, die Inseln haben alle dasselbe Format, also kann ich mich nach der Insel daneben anrichten. War das schon zu weit? Nee. Nee, war nicht zu weit. Gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Stimmt. Gut. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mein ganzes Zeug noch im Inventar. Wenn ich runterstürze, ist alles weg. Naja, ich bin riskant. Aber ich glaube, ich mache mir doch lieber mal schnell eine Kiste und tue da mein ganzes wichtiges Zeug rein. Und mir fällt auf, hier benötigen wir eventuell doch ein Crafting Table. Machen wir die mal hier hin. So.
und damit kein Monster drücken können. Normale Kiste dürfte reichen. So. Was ich alles jetzt nicht benötige. Ein Teil von dem tue ich auch mal weg. Doch, gut. Halt mal noch mal helfen. So. Auf jeden Fall, eins muss ich unbedingt in einer der zukünftigen Episoden wirklich erledigen. Das ist für mich ganz wichtig. Zumindest sowas wie ein Graben mit einer Mauer dahinter. Ums Dorf herum, zumindest an den Stellen, wo Spieler ganz normal langlaufen können. Und wo auch Mobs langlaufen können, um halt eben vor feindlichen Mobs geschützt zu sein. So. Ich muss mal kurz was verschieben. Okay. Und ich habe eben etwas gesehen, was mir da aufgeploppt ist. An dieser Stelle Ritoru. Danke für dein Abo auf YouTube. Weil ich mit dem Stream bin, werde ich das auch in dieser Aufnahme einfach mal erwähnen, wenn da irgendwas wie ein Follower oder ein Abonnent auf YouTube ein Platz, kann man das nicht nennen. Ich finde jetzt einfach kein richtiges Wort dafür. Ich musste halt eben nur ganz kurz was verschieben, um die Aufnahmezeit im Auge zu behalten. Weil ich will jetzt keine XXXL-Episode aufnehmen. Würde mich da gerne die normalen Zeiten, die ich mir da besetzt habe, für die Episoden halten. Okay. Die wird schon legen sich jetzt nach und nach alle schlafen. Würde ich auch mal schnell zum Bett sprinten und mich hinlegen. So.
Ja. Hier oben muss nochmal neu ausgeleuchtet werden. Okay, gut. Zum Glück werden durch die Wildschütter von Eisengurus gespawnt. So, muss mal kurz einen Schluck trinken und weiter geht's. War sogar direkt auf dem Dach einer. Uff. Nö, ich habe jetzt keinen Bock zu kämpfen. Habe ich das nicht aufgebaut? Seltsam. So, ich kann mir gut vorstellen, dass entweder auf diese Plattform dann der Zukunft, Leonard, die Eisengurm-Farm, also die Eisenfarm, so, bauen wird. Oder wahrscheinlich müssen wir dann eine neue Plattform machen, die irgendwie weiter nach dort geht, wo er dann die Farm bauen wird. So. Ich sehe schon. Muss dann noch ein paar Slaps machen. Oh. Oh, ich merke mir mal da drüben. Da drüben haben wir einen Slime Chunk. Slime Chunk, perfekt. Merke ich mir mal. Ja? Oder? Ah, oh, doch. Ah, oh, dann ist wir schon wieder despawned. Schade. Na gut. Hab mal einen Screenshot gemacht. Auf jeden Fall eines der wichtigsten Ziele, die meine Projekt, zumindest also von meiner Seite her, würde ich das noch gerne erreichen, und zwar, dass man durch den Wandering Trader zu den fahrenden Händler noch die restlichen Baumsorten bekommt. Akazienholz haben wir ja bisher und Sprucewood. Die ganze Welt aus dem Planescape bestehen, kommen wir im Normalfall ohne den fahrenden Händler höchstens an Oakwood, aber das war's. Verlust von einer Step gemacht. Jetzt gleich mal weitere Slaps machen.
Zumindest in dieser Episode will ich noch den Unterbau für die künstliche Insel fertigstellen. Also hier die Holzplattform. Wie man es da drüben gut sehen kann, da unten ist der Unterbau, also die Grundfläche und dann, ja. So. So, so. Okay, gut. Oh. Ah, nehme ich nicht alles mit. Drei Stacks dürfen das reichen. Wenn ich noch mehr brauche, hole ich mir einfach. Ich denke, ich werde da mehr brauchen. Auf jeden Fall. Eine Slime-Farm könnte man bauen. Mit Hilfe eines Eisengolems. Die Slimes werden versuchen, den Eisengolem anzugreifen. Also ich werde es so machen wie Minecraft Classic. Das ist so ein Projekt, was ich früher auch gestreamt habe und auf YouTube eigentlich sehr inaktiv Videos hochgeladen habe. Dort habe ich so eine Slime-Farm gebaut. Die würde ich hier versuchen, so ähnlich zu bauen. Weil damit gehen wir ohne Probleme an Slime Balls. Muss ich nur sehen. Hier doch ist der Slime Chunk. Wie dort muss. Oh! Ah, Eisen? Kohle? Ja, können wir dann mal hingehen. Ich weiß auch genau, wo ich lang muss. Oben bei Hannes lang, da runter zum Pilcher Outpost oder so. Ja. Dann von dort so runter. Hier hoch. Hier rüber. Und dann da. Und dort ist ein Hobby. Aber ich glaube, das werde ich dann außerhalb der Folge machen. Mich mal kurz dahin begeben und das farme. Irgendwie gefällt mir das Lied nicht. Das klingt schön. Dass wir uns lang gespawnt. Definitiv brauche ich da drüben dann das Slime-Pumpen. Mm-hmm.
Ach du Scheiße, die haben Probleme, die knallen die Türen auf und zu. Ich weiß nicht, ob man das hören kann, weil ich höre das schon alleine sehr leise. Ich glaube, dann hört ihr es ganz sicher nicht. Das Türenklimper im Hintergrund von dem Bildschirm. Ich würde sagen, es wird dunkel, also legen wir uns nochmal schlafen. Ich finde immer auf dem Bildschirm lustig, wie es so ist er. Naja. Hä? Da geht's. So, machen wir jetzt noch hier den Rest zu und dann glaube ich, ich gucke. Ja, eigentlich ist die Episode schon rum von der Zeit her. Weil wir sind über 20 Minuten, aber ich mache das schon noch schnell zu, damit ich das für diese Episode auch geschafft habe. Also Leute, das war's nun mit dieser Episode von Minecraft Skyplanes. Wie gesagt, vergesst nicht, das alles hier ist vorab aufgenommen, viele, viele Tage, beziehungsweise schon, ich glaube, über eine Woche wird's dauern, bis diese Folge hier erscheint auf YouTube. Auf jeden Fall, was ich sagen will, machen wir es jetzt kurz und knapp. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt. Werden wir Plattform fertig bauen, ohne zu sterben. Jo, also bis dahin. Haut rein und ciao, Leute.